Immer wieder wird sich über die mangelnde Einsatzfähigkeit der Bundeswehr lustig gemacht. Warum dauert es 4,5 Jahre, um für 180.000 Soldaten also 3 Paar Stiefel auszuliefern? Also wenn morgen die Soldaten alle Geld kriegen würden, um die Stiefel zu kaufen, hätten sie übermorgen die Stiefel. Was für eine Idee. Und wenn wir da nicht aufpassen, haben sie in 3 Tagen Hosen, in 4 Tagen Jacken und in einer Woche einen lustigen Hut. Aber wie schlimm steht es wirklich um die Bundeswehr, wenn selbst Dr. Erich Fahrt, Brigadegeneral AD, meint, bevor wir eine nicht gewollte, öffentlich regelmäßig verhöhnte und nicht einsatzbereite Truppe mit Milliarden Euro am Leben halten, sollten wir sie lieber abschaffen. Milliarden Euro einsparen, das ist vielleicht gar keine so schlechte Idee. Aber vorher sollten wir schauen, ob da noch irgendwas zu retten ist. Meiner Meinung nach gibt es ein Grundproblem. Die Bundeswehr hat kaum moralische Unterstützung oder Anerkennung in der Bevölkerung. Dr. Erich Fahrt sagt dazu in einem Interview, die Bundeswehr sei eine Art Stiefkind der Gesellschaft. Das Militär werde eher als notwendiges Übel gesehen. Mir kommt es so vor, die Deutschen haben immer noch ein sehr ambivalentes Verhältnis zur Bundeswehr. Das ist sicherlich auch historisch bedingt. Schließlich wollte man nach dem Zweiten Weltkrieg nie mehr Täter sein. Apropos historisch. Wenn ihr euch für die Geschichte der Bundeswehr interessiert, findet ihr dazu auf dem i von Mr. Wissen2Go auch noch ein Video. In einer Umfrage der Bundeswehr selbst aus dem Jahr 2019 befürworten 85% der Bevölkerung in der Außen- und Sicherheitspolitik diplomatische Mittel. Nur 27% befürworten Kampfeinsätze der Bundeswehr. Bezüglich der Grundorientierung in der Außen- und Sicherheitspolitik ergab sich ein ähnliches Bild. Die Mehrheit der deutschen Bevölkerung hat eine antimilitaristische Grundhaltung. So ist nur ein knappes Viertel der Befragten, also 23%, der Meinung, dass Krieg unter bestimmten Bedingungen notwendig ist, um Gerechtigkeit zu erlangen. 52% lehnen diese Aussage ab. Dabei hat die Bundeswehr erst kürzlich bewiesen, dass sie auch für die Zivilbevölkerung nützlich sein kann. Nämlich als es um die Rückholaktion von deutschen Bundesbürgern aus China wegen des Coronavirus ging. Da war eine Maschine der Luftwaffe unterwegs, um die Menschen zurückzufliegen, und die anschließende Quarantäne verbrachten sie in einem Luftwaffenstützpunkt in Germersheim. Ich finde, Dr. Erich Fahrt hat mit seiner Stiefkind-Äußerung leider recht. Wir können uns ja nicht auf der einen Seite über flugunfähige Hubschrauber und fehlende lange Unterhosen bei der Bundeswehr lustig machen und dann andererseits verlangen, dass sie im Fall der Fälle stets bereit sein muss, um uns zu retten. Achtung! Befehl, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, sonst Gefahr, Videos dieses Kanals zu verpassen. Ausführung. Wir müssen es ja nicht gleich völlig übertreiben wie die USA. Dort werden Soldaten ja fast schon wie Heilige verehrt. Und das finde ich etwas unfair gegenüber Ärzten oder Pflegekräften zum Beispiel, die unser aller Anerkennung ja mindestens genauso sehr verdient hätten für ihren harten Einsatz. Aber hierzulande berichten Soldaten vereinzelt davon, dass sie sich fast schon schämen müssen für ihren Beruf oder sogar angefeindet werden. Immer wieder werden Fahrzeuge der Truppe angezündet. Und das kann es ja dann auch nicht sein. Und es geht nicht nur um Ideelles, sondern auch um Finanzielles. Es gibt Soldaten, die fühlen sich einfach nicht so behandelt, wie sie es ihrer Meinung nach verdient hätten. Wenn man sich schon so einer Gefahr aussetzt, dann will man natürlich auch genügend entlohnt werden. Wenn es blöd läuft, wenn es ganz, ganz blöd läuft, bezahlt man damit sein Leben. Übrigens, die Bundeswehr ist nicht die einzige Institution mit einem Imageproblem in Deutschland. Auch die Polizei ist meiner Meinung nach besser als ihr Ruf. Das Video dazu findet ihr auf dem i. Die fehlende Anerkennung der Gesellschaft ist ein großes Thema. Ich finde, das zeigt sich auch in der Diskussion ums kostenlose Bahnfahren für Soldaten in Uniform. In den sozialen Medien gab es daraufhin negative Reaktionen. Dabei fahren die Soldaten ja nicht mal kostenlos. Die Bundeswehr zahlt der Bahn jährlich 4 Millionen Euro. Ja, das zeigt doch irgendwie auch unser Problem. Wir müssen Soldaten ja nicht gleich als Helden verehren, aber ich finde, man kann ihnen auf jeden Fall Respekt zollen. Schließlich setzen sie im Fall der Fälle ihr Leben aufs Spiel. Zurzeit sind etwa 4000 Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr in Auslandseinsätzen. Und zwar in Europa, Asien und Afrika. Die meisten davon, nämlich über 1000, in Afghanistan. Seit Beginn des Afghanistan-Einsatzes sind dort 35 Soldaten durch Fremdeinwirkung gefallen. Damit ihr mich nicht falsch versteht, es gibt genug Skandale, bei denen die Bundeswehr alles andere als heldenhaft dasteht. Zum Beispiel der Fund von verbotenen Wehrmachtsandenken in Kasernen und rechtsextreme Gesinnungen von Soldaten. Es gab übrigens auch einen Skandal um einen Instagram-Post, der eine Nazi-Uniform zeigte. Das Video von Valulis dazu findet ihr auf dem i. Ich will nicht schönreden, aber ich bin auch gegen einen Pauschalverdacht. Wie ist er denn nun, der Ist-Zustand der Bundeswehr?
Der Bericht des Wehrbeauftragten für das Jahr 2019 gibt da Auskunft. Wir haben dieses Jahr einen Rekordhaushalt mit 45 Milliarden. Es sind die Prozesse, die nicht funktionieren. Man glaubt, man müsste alles zentralisiert machen in Berlin, also von Berlin aus steuern. Dabei wäre es viel besser, wenn die Einheiten, die Truppen selber entscheiden könnten. Wenn dann auch noch einsatzfähige Panzer, Hubschrauber oder Schiffe fehlen, steigt der Frust der Truppe. Zu viel Bürokratie, zu lange Entscheidungswege. Okay, das hört sich jetzt, vorsichtig gesagt, nicht gerade positiv an. Hier sind mal ein paar Punkte, die laut dem Bericht bei der Bundeswehr schieflaufen. Von den neu gekauften Schützenpanzern Puma soll 2019 nur ein Viertel einsatzfähig gewesen sein. Der neue Marinehubschrauber der Bundeswehr Sea Lion wurde nicht einsatzbereit geliefert. 21.000 Dienstposten sind nicht besetzt. Beim Tornado sind 88%, beim Eurofighter 80% und beim Transporthubschrauber NH90 nur 59% der Pilotenstellen besetzt. Besonders krass fand ich aber diese Aussage. Nach wie vor ist es ein Trugschluss zu glauben, jeder Soldat oder jede Soldatin stünden in der Kaserne ein Bett und ein Spind zur Verfügung. Ja, das wäre ja jetzt auch echt viel verlangt. Wenn man sich das alles so anschaut, dann ist es weniger eine Bundeswehr, sondern vielmehr ein Bundesfail. Dabei umfasste der Verteidigungshaushalt 2019 rund 43,2 Milliarden Euro. Für 2020 wird er nochmal auf über 45 Milliarden Euro gesteigert werden. Das ist übrigens schon seit dem Jahr 2013 der zweitgrößte Haushaltsposten. Puh, da wird mir ganz schwindelig bei der Zahl. Für jeden Pazifisten sind das bestimmt 45 Milliarden zu viel. Das will ich jetzt gar nicht bewerten. Aber mein Fazit, wenn man sich diese Diskrepanz anschaut, Rekordhaushalt und trotzdem fehlt es noch immer an allen Ecken und Enden, so ganz nach dem Motto, viel Moos, aber nichts los, dann frage ich mich, wie soll denn das Vertrauen gestärkt werden, wenn das Geld offensichtlich nicht da ankommt, wo es gebraucht wird? Und damit nicht genug. Neben den vorhin schon erwähnten Skandalen, die sich ja eher auf die Soldaten beziehen, gibt es in anderer finanzieller Hinsicht auch großen Wirbel. Zum Beispiel das Segelschulschiff Gorch Fock. 10 Millionen Euro wollte die Bundeswehr investieren, um es zu sanieren. Im Endeffekt stiegen die Kosten auf das über 13-fache, nämlich satte 135 Millionen Euro. Oder, immer noch aktuell, die Berateraffäre. Unter Ministerin von der Leyen holte sich das Verteidigungsministerium Hilfe von externen Beratern. Kosten dafür? 154 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2019. Ich will hier jetzt nicht zu detailliert darauf eingehen, was da alles für Schlagworte fallen bei den Vorwürfen dazu. Ich sag nur Vergaberegeln, Vetternwirtschaft und Diensthandy-Affäre. Meine Meinung dazu, da kann man durchaus den Eindruck bekommen, dass da einigen im Verteidigungsministerium das Gefühl für Zahlen irgendwie abhanden gekommen ist. Und mit solchen Dingen macht man sich und vor allem auch die Bundeswehr in der Öffentlichkeit lächerlich. Da muss man sich meiner Meinung nach dann auch nicht wundern, wenn das Ansehen schlecht ist. Ach ja, und das 2%-Ziel des NATO-Bündnisvertrags halten wir derzeit auch nicht ein. Alle NATO-Mitgliedstaaten haben sich nämlich verpflichtet, 2% ihres Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung auszugeben. Damit soll gesichert werden, dass jeder Mitgliedstaat auch die Aufgaben, die aus der NATO-Mitgliedschaft erwachsen, erfüllen kann. Das Problem bei uns ist aber, das Geld wird nicht richtig genutzt. Das sagt zumindest der Vorsitzende des Bundes Deutscher Steuerzahler. Es macht ja keinen Sinn, 2% auszugeben, wenn damit nur dummes Zeug gemacht wird. Und deswegen ist es richtig, dass im Verteidigungsetat einfach mal genau hingeschaut wird. Was können wir besser investieren? Wie können wir unsere Verpflichtungen auch in der Gemeinschaft der Europäischen Union einhalten? Und vor allen Dingen, wie wird das Geld ausgegeben? Also wenn wir eine Gorch Fock haben, die 10, 14 Mal zu teuer wird, wie am Anfang veranschlagt, dann ist das einfach sinnlos. Insofern ist es auch richtig, dass man sich hier nicht an Dogmen festhält, sondern dass man schlicht und ergreifend schaut, wird das Geld richtig eingesetzt und reicht das Geld, was wir da zur Verfügung stellen, auch aus. Der Hauptkritikpunkt des Wehrbeauftragten ist ja vor allem, dass die Beschaffung viel zu lange dauere und zu aufwendig sei. Das heißt, weg vom Grundsatz, dass für deutsches Militär immer alles Design sein muss, weil es sonst nichts taugt, hin zum IKEA-Prinzip. Aussuchen, bezahlen und mitnehmen. Das ist ja schon fast tragikomisch. Da gibt man Millionen für externe Berater aus. Dabei hätte man die ganze Zeit auch einfach mal dem Herrn Bartels zuhören können. Aber zurück zur Ausgangsfrage. Ist die Bundeswehr überhaupt noch zu retten oder sollten wir sie besser abschaffen? Klingt erstmal völlig verrückt, ist aber tatsächlich eine Überlegung des Militärexperten Dr. Erich Fahrt von der CDU. Und der Mann ist nicht eben irgendein linker Hippie, sondern Brigadegeneral AD.
Und er war außerdem Berater für Sicherheits- und Verteidigungspolitik im Deutschen Bundestag sowie militärischer Berater von Bundeskanzlerin Merkel. In einem Interview sagte er, die Bundeswehr ist strukturell nicht angriffsfähig. Streitkräfte sind das Geld nicht wert, wenn sie nicht einsatzbereit sind. Und bevor wir eine nicht gewollte, öffentlich regelmäßig verhöhnte und nicht einsatzbereite Truppe mit Milliarden Euro am Leben halten, sollten wir sie lieber abschaffen. Da bin ich knallhart. Rechtlich bräuchte man dafür übrigens eine Grundgesetzänderung. Aber die hat natürlich sehr hohe Hürden. Außerdem wäre dann noch die Frage, was zum Beispiel aus unseren Bündnisverpflichtungen in der NATO wird. Davon abgesehen, dass man davon in der Bundeswehr selbstverständlicherweise alles andere als begeistert wäre und es auch die Frage wäre, was aus den ganzen Jobs wird. Eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums sagte uns dazu, eine Abschaffung der Bundeswehr kann nur eine theoretische Frage sein, zeigen doch gerade die aktuellen sicherheitspolitischen Rahmenbedingungen, wie wichtig der Beitrag der Bundeswehr ist, die freiheitliche internationale Ordnung zu bewahren und zu festigen. Jetzt könntet ihr sagen, das kann man auch alles mit einer europäischen Armee sicherstellen. Und da habt ihr meiner Meinung nach recht. Es gibt ja auch schon Planungen für eine enge militärische Zusammenarbeit in der EU. Dabei sollen Frankreich und Deutschland die führenden Kräfte sein. Was eine super Idee wäre, aber so wie die Bundeswehr momentan beschaffen ist, können wir bei einer Armee aller EU-Staaten keine federführende Rolle beanspruchen. Unsere EU-Partner würden sonst womöglich denken, wir wollten uns über sie lustig machen. Also sollten wir die Forderung nach einer Abschaffung der Bundeswehr durch Herrn Fahrt vielleicht eher als verzweifelten Hilferuf deuten. Kernsanieren müssen wir die Bundeswehr nämlich in jedem Fall. Oder seid ihr da anderer Meinung? Seid ihr vielleicht sogar für eine Abschaffung? Stimmt oben in der Infocard drüber ab. Dabei viel Spaß, ich sag tschüss und bis nächste Woche.